Viele haben schon mal von der Plattform gehört, Duolingbook. Wie meldet man sich dort an und was kann man dort eigentlich machen? Das sage ich euch jetzt. Ja, viele kennen die Plattform Duolingbook, zumindest vom Hören, beziehungsweise viele fragen immer, ja, was für ein Programm benutzt du da eigentlich in den Videos oder wo spielt ihr immer Yu-Gi-Oh? Und dann kommt als Antwort Duolingbook und man fragt sich immer, was ist das und wie kann man sich da anmelden? Zunächst einmal, das ist eine Seite, das heißt, ihr könnt es im Browser öffnen, ihr braucht dafür nichts downloaden, was es natürlich sehr praktisch macht als solches. Und den Link natürlich packe ich euch erstmal unten in die Infobox. Und so sieht das Ganze hier aus. Das ist die Seite, wenn man halt drauf kommt. Man sieht hier Username, Passwort und man kann hier auch registrieren drücken. Da drückt man dann drauf, dann sieht das Ganze so aus. Man kann ein Username, ein Passwort und natürlich eine E-Mail muss man hinterlassen. Und dann kann man sich halt anmelden. Ich habe jetzt in diesem Fall halt einfach mal mich hier angemeldet mit Junks Playground und meinen Namen. Dann natürlich Passwort und eine E-Mail-Adresse. Und dann drückt ihr einfach auf Registrieren und fertig. Mehr ist das Ganze nicht. Schon habt ihr euch schon quasi angemeldet, beziehungsweise noch nicht ganz, denn dann kriegt ihr erstmal eine E-Mail. Und wenn wir dann hier bei den E-Mails sind, da sehen wir dann hier Duolingbook Confirm, da klicken wir dann drauf. Hey, bitte bestätigen Sie diesen Account, drücken Sie auf den Link, dann klickt man auf den Link und dann kommt man hier auf das hier, Duolingbook. Your account has been activated, you are now ready to log in. Ja, das steht hier. Und fertig. Schon seid ihr registriert. Bei mir hat die Registrierung nicht sehr lange gedauert. Das heißt, die E-Mail kam ziemlich schnell. Das heißt, sie war irgendwie in einer Minute da. Wichtig zu erwähnen ist hier natürlich, das kann sich auch mal verzögern. Denn, ja, wie das halt so ist, das Internet, beziehungsweise, ja, muss halt alles klappen. Es kann auch manchmal sein, dass Duolingbook-Server down sind oder so. Es kann dann sein, dass der Anmeldeprozess sich halt verzögert. Also nicht panisch werden, wenn das nicht sofort nach einer Minute da ist. Aber eigentlich soll das schon ziemlich schnell funktionieren. Wenn ihr das hier habt, also das hier stehen habt, dann könnt ihr einfach hier hingehen, wieder auf die normale Startseite. Dann geht ihr natürlich den Username ein, den ihr habt, das Passwort, was ihr eingegeben habt. Und dann macht ihr Login. Dann rattert er hier und dann fertig. Man kann sich hier einloggen, macht hier Duell Login. Und jetzt sind wir das allererste Mal mit diesem Account hier drin. Für viele Leute ist das vielleicht neu jetzt hier, deswegen erkläre ich das Ganze nochmal. Ihr habt hier sehr viele Auswahlkriterien und wirklich sehr viele Auswahlkriterien. Hier erstmal seht ihr, wer alles online ist. Ihr seht hier auch, es gibt hier auch Judges. Wenn ihr zum Beispiel einfach raufklickt, könnt ihr ihnen eine Privatnachricht senden. Oder ihr könnt das Profil angucken, ihnen folgen, ihn als Freund hinzufügen oder blockieren sogar. Also diese Funktion gibt es hier halt. Hier werden halt alle angezeigt, die online sind. Ihr könnt auch aktiv noch Leuten suchen. Zum Beispiel, hier sieht man sogar, sehe ich mich selber online. Aber natürlich auch halt andere, die halt die Namen haben. Also man muss ja schon den Namen haben, um jemanden zu finden. Dann haben wir den Public Chat. Der sogar überraschend, der ist da und ja, hier werden halt Regelfragen gestellt und irgendwelche, also ist das übliche Gespam, da würde ich nicht so reingehen. Und Privatchat, das ist, wenn man mit aktiv jemanden schreibt, dann hat man hier natürlich die drin, das ploppt dann hier auch auf und blinkt. Man kann ja auch Ton an- ausstellen. Dann natürlich gibt es wichtig Deck, ihr braucht ein Deck natürlich, hier sieht das Ganze aus, hier könnt ihr beliebig jede Karte suchen, zum Beispiel hier Maxe seht ihr schon, Maxe oder so und alles. Ihr seht hier auch schon gleich, es wird hier auch im OCG unterschieden. Das heißt, es gibt hier OCG-Karten und natürlich TCG-Karten auch. TCG-Karten ist zum Beispiel gerade, weiß ich gar nicht. Wir machen das einfach ganz einfach. Wir können nämlich hier, meine ich auch, einfach sortieren nach Newbie First. Und da sehen wir schon TCG-Onlys, nämlich die Panda Patrol Karten. Ja, die sind natürlich TCG only und das sieht man mit den TCG da oben. Da, die anderen hier gegen hier zum Beispiel, das sind OCG onlys und ja, so kann man die leicht unterscheiden. Man kann ja auch wieder suchen nach allen möglichen. Das heißt, ihr findet ja eigentlich schon jede Karte. Wichtig, das Ganze ist nur auf Englisch. Wenn ihr Karten auf Deutsch eingibt, findet ihr keine Karte. Das heißt, ihr müsst natürlich den Namen auf Englisch können. Und dann hier können wir Decks exportieren. Dann kann man sie auch exportieren als entsprechende Partei. Wir importieren jetzt hier erstmal eben Deck, damit man eben einfach mal ein Deck hat. Ihr seht das jetzt gerade gar nicht, aber wir nehmen einfach mal hier das hier. BA, Trap. So, bam, fertig. BA drin. Das Ganze können wir mit exportieren. Exportieren geht halt hier eben als Download-Link. Als Datei, damit könnt ihr es auch zum Beispiel in EduPro einfügen oder ähnliches. Und als KDE-Deckliste, das heißt, hier könnt ihr auch theoretisch halt eure Deckliste einfach ausdrucken. Dann nehmt ihr alle Karten, die hier halt im Deck sind, packt ihr dann halt in ein Dokument. Und der Download-Link kennt vielleicht der ein oder andere auch, da öffnet sich ein neues Fenster. Und man hat hier das
ja, das Deck. Das heißt, das kann man jemandem schicken und dann hat er das Deck, der wiederum das Deck dann auch downloaden kann. Ja, das ist hier auf jeden Fall das Deck. Machen wir mal Set. Oh, jetzt habe ich so. Was war das denn? Haben wir jetzt hier hinzugefügt. Hier kann man halt noch Deck ändern, anders speichern, neues Deck machen und so weiter. Damit wollen wir uns aber nicht beschäftigen. Dann haben wir hier noch die Writer-Profil. Ja, das ist etwas... Okay, Start sieht erstmal so aus. Also wenn ihr sich anmeldet, sieht es so aus. Hier könnt ihr jetzt einen Text hinzufügen. Ja, ihr könnt zum Beispiel schreiben, ja, was auch immer. Hier euer Bild und man sieht ja auch, wie viele Punkte ihr habt. Dann könnt ihr hier mein Profil, dort könnt ihr nämlich das Ganze bearbeiten und wir ändern mal schleunigst hier bitte. Wir wollen keine Ujama haben. Was nehmen wir denn da? Wir nehmen Drachzack einfach so. Safe. Und dann kann man hier noch Hüllen theoretisch aussuchen. Verschiedene Hüllen, aber wir nehmen mal die Standard einfach hier. Dann nächster Aspekt, Ranking. Ranking, hier kann man sehen, wer gerade halt ja, im Ranking-System der höchste ist. Wie man da hinkommt, kann man noch gucken. Kann bei Wins sortieren, bei Erfahrung. Aber wir gehen hier bei Rating und man kann hier auch einstellen, halt welches Format. Advanced haben wir jetzt. Wir haben hier Matches und wir haben hier Singles. Das ist halt hier einfach so das Ranking-System. Das heißt, hier gibt es auch kleine Rankings. Dann haben wir hier Exit. Ist, glaube ich, selbsterklärend, ne? Plupp, seid ihr draußen? Ich logge mich eben wieder ein. Und dann haben wir hier Settings. Da könnt ihr halt Settings einstellen. Da wollen wir uns aber jetzt gar nicht beschäftigen, weil das ein bisschen dann wieder kompliziert wird. Message sind halt privat. Freunde und die einzige Funktion, die noch wichtig ist, ist Duel Records und hier werden alle eure Duelle automatisch gespeichert. Ziemlich nice. Und jetzt gehen wir zu der wichtigsten Funktion und zwar Duell. Duell Room. Das hier ist der wichtigste Room überhaupt. Hier könnt ihr entweder Leute zuschauen, das ist hier, indem ihr den Watch Mode macht. Hier könnt ihr Ranked, also das sind Rangspiele. Hier wird ein bisschen mehr getryhardet. Unranked ist mal ein bisschen so just for fun oder mit Freunden zocken. Wir gehen einfach mal jetzt hier so rein. Ranked Duell. Gucken wir mal. Und schon sehen wir hier, wir sehen hier gerade Pendulum. Okay, er legt auf jeden Fall ja richtig los. Hier ein nices Board. Auf jeden Fall hier halt so. Und so könnt ihr halt auch, ihr könnt auch noch Leuten suchen, indem ihr halt einfach hier eingibt. Zum Beispiel wollen wir jetzt diesen Niki, weil ich den gerade gesehen habe. Ich kenne die Person nicht. Und dann haben wir hier Dinosaurier, die eine Ash gefressen haben. Also, ihr seht so, ganz einfach, man kann hier sehr gut dann halt Leute auch stalken. Und wenn ihr aber hingegen Duell machen wollt, dann sieht das so aus. Hier im Ranked ist halt Single oder Match. Hier könnt ihr einstellen, TCG oder OCG. Ja, TCG sind wir ja, also das ist ja dann klar. Hier kann man Goat-Format, Speed-Duel, kann man sogar auch in Ranked spielen oder halt Goat-Format auch in Ranked. Ist ziemlich schön und ihr seht hier, man kann es zur Seite drücken, hier ist Goat-Format, traditional, Unrated, Unlimited kann man auch spielen, Speed-Duel kann man spielen und sogar Rush-Duel kann man hier spielen. Man sieht, man hat hier sehr viele Auswahlmöglichkeiten, Ranked hingegen doch nur halt eben das normale Format, beziehungsweise Goat und Speed-Duel. Ich mache jetzt einfach mal ein Beispiel, man macht einfach hier Join, dann steht hier Waiting for Partner, genau, und dann müsst ihr jetzt Ready drücken, dann geht ihr ins Duell rein. Ich liebe das Ganze jetzt, weil ich das Ganze jetzt hier nicht groß zeigen möchte. Und dann gibt es noch den Solo-Mode, also hier kann man auch einstellen, Hosting, hier kann man selber das Duell machen, zum Beispiel, ihr geht halt, Unranked, das ist das Standard, macht Host und da seht ihr mich. Und jeder kann jetzt darauf klicken, jeder kann einfach mich anfragen oder halt Freunde. Man findet sich halt, man sieht ja auch andere und keiner will gerade mit mir spielen. Schade drum. Aber und dann können wir hier halt noch Einstellungen machen, wie die Watchers ausmachen, wenn wir halt in Unranked spielen. Wir können auch ein Passwort machen und wir können auch ein Passwort fürs Duell machen, dass wirklich nur die Leute, mit denen ihr spielen wollt, halt überhaupt reinkommen können. Und es gibt halt noch den Solo-Modus, den gehen wir mal eben rein. Denn hier spielt ihr mit euch selber und wie ihr seht, könnt ihr hier einfach Kombos testen. Und eben zur kleinen Erklärung bei Dueling Book. Dueling Book ist keine automatische Plattform, das heißt, ihr müsst hier alles selber machen. Und das Besondere daran ist halt, dass ihr es selber machen müsst. Und das Wichtige daran ist, wenn ihr mit Gegnern schreibt, zum Beispiel, euer Zug fängt an, Drawface. Dann hast du Standby. Und dann Standby, okay. So. Und dann wird er sagen, ist okay. Dann will er nichts aktivieren. Okay, dann Mainphase 1. So, und dann bist du Mainphase 1. Und jetzt hast du Spielerpriorität. Jetzt fängst du an. Tourguide.
Effekt, okay? So, und dann wird der Gegner sagen, Ash oder halt nicht Ash. Wenn er sagt, ist okay, dann spezialbeschwören wir jetzt einfach was. Ja, und so funktioniert das Ganze dann. Wo ist jetzt mein Graf? Wo ist Graf? Da ist Graf. Ja, und so funktioniert das Ganze. Und so spielt man dann halt mit sich selber hier jetzt natürlich. Aber wie gesagt, wichtig ist Kommunikation. Kommuniziert viel, erspart euch einiges an Ärger und ähnliches. Also von daher, macht das Ganze einfach mal. Immer mit den Gegnern schreiben. Und wie gesagt, hier könnt ihr dann halt kombon. Wichtig, ihr müsst alles selber machen. Deswegen müsst ihr auch so viel schreiben. Wie was funktioniert. Ich könnte jetzt alles erklären, wie jeder einzelne Schritt geht. Wie kann man Karten im Friedhof senden? To the grave. Wie kann man Monster in Angriffsmodus gehen? To attack. Wie setze ich Monster? Set. Wie flip beschwöre ich sie? Flip summon. Ja. To the hand. Banish. Change control. To the top of the deck. To the bottom of the deck. Overlay. Move. Move ist Zonenwechsel. Ja, also ist eigentlich relativ selbsterklärend, wenn man Englisch kann. Ich weiß, Englisch ist halt jetzt nicht so, dass jeder dann sagt, boah, mit Englisch sich reinfuchsen, finde ich ein bisschen blöd. Ist natürlich das kleine Handicap. Aber wenn man es erstmal hat, Reveal ist natürlich den Gegner die Karte zeigen. Man kann hier noch seine Hand shuffeln, macht sich zu oft, weil der Gegner kann derzeit nichts machen. Und man kann auch die Hand des Gegners sein, indem man Show drückt. Ja, und so funktioniert das Ganze auf jeden Fall. Ist eigentlich ziemlich praktisch, dass es halt wirklich näher an dem echten Spiel ist. Das heißt, hier gewinnt in der Regel der bessere Spieler. Natürlich hat man hier das Problem, was viele auch kritisieren. Wenn ich die Regeln nicht kenne oder mein Gegner vor allen Dingen nicht, dann kann der Gegner ja machen, was er will, weil ihr könnt ja alles anklicken. Ihr könnt ja einfach jemanden... Also, ja, natürlich ist das so. Aber es gibt halt, wenn man Ranked spielt, Judges und es gibt einen Log. Und hier sieht man alles, was ich gemacht habe. Zum Beispiel, man sieht auch, dass ich Kraft gerade diverse Male hin und her gemoved habe. Also falls ihr euer Gegner einfach so wegmoved und dann sagt, der lag aber da, dann kann der Judge nachverfolgen, dass das eben nicht der Fall war. Also dementsprechend, ja, ist hier der Lock sehr wichtig. Dann gibt es ja noch den Watcher. Hier kann halt Leute zugucken, haben wir ja eben auch schon gemacht. Und dann können hier alle Watcher miteinander schreiben. Auch die Leute, die im Duell sind, können hier im Watcher-Chat schreiben, aber der wird eigentlich selten benutzt. Und der Log ist vielleicht interessant, um halt einfach zu sehen, was gemacht wurde. Oder auch um Karten einfach, ja, hier zum Beispiel Trap Trick. Okay, er hat Trap Trick revealed. Das steht ja auch im Chat. Das heißt, das hat der Gegner, kann nachlesen. Aha, welche Karte hat er mir nochmal vorgezeigt? Ah ja, Trap Trick, genau, okay. Also der Log ist schon ziemlich hilfreich und es hilft natürlich auch den Judges dann später. Wie gesagt, es gibt Judges. Die Judges können euch Game Loss geben, Verwarnungen geben und sogar von der Plattform bannen oder timeouten, also freezen heißt das hier. Das heißt, ihr dürft einen gewissen Zeitraum nicht mehr auf diese Plattform. Das ist natürlich nur, wenn ihr beleidigt oder ähnliches macht, ne, oder cheatet oder so. Ja, da geht natürlich ein Freeze auf jeden Fall oder halt ein Bann letztendlich. Also ihr könnt auch wirklich von dieser Plattform gebannt sein. Ja, so funktioniert das Ganze. Ich hoffe, ich habe einen kleinen Einblick gegeben hier für euch und es hat euch geholfen. Schreibt es mal in die Kommentare, ob es euch geholfen hat oder ob ihr sagt, ja, das kannte ich alles so oder halt eher, ob ihr sagt, boah, so ein Video, das hat mir gefehlt. Ja, das war es dann auch schon von mir. Die kleine Erklärung, wie Dueling Book ein bisschen funktioniert und wie man vor allen Dingen sich anmeldet, denn dazu gibt es dann nicht so viele Videos. Und ich würde sagen, das war's von mir. Und bis bald!